Ich bin heute in N wie Nudersdorf und spreche hier zum Thema Natur und Klimaschutz. Natur und Klimaschutz beginnen vor unserer eigenen Haustür. Quer durch unseren Wahlkreis fließt die Elbe, die sich glücklicherweise nach der starken Verschmutzung zu DDR-Zeiten wieder erholt hat. Besonderer Schutzraum ist das UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe nähe Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Das Elbe-Hochwasser im Juni hat gezeigt, wie wichtig die Erweiterung möglicher Überschwemmungsgebiete ist. Der Fluss braucht mehr Raum und seine ursprünglichen Auen und sollte für den Elberadweg, der der beliebteste Radweg Deutschlands ist, als Naturraum weiterentwickelt werden. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich mich dafür einsetzen, dass der Hochwasserschutz in den kommenden Jahren nicht nur auf den Ausbau der Deiche setzt, sondern die natürlichen Überschwemmungsgebiete erweitert. Über unsere Region hinaus möchte ich mich dafür einsetzen, dass die internationalen Klimaverhandlungen intensiver geführt werden. Wir müssen es schaffen, dass die Erderwärmung bis 2020 auf 2 Grad Celsius begrenzt werden. Ich setze mich für eine soziale und ökologische Marktwirtschaft ein. Das bezieht Klima- und Umweltschutz, aber auch eine ökologische Wirtschaft mit ein, die wir bereits in Deutschland erfolgreich entwickelt haben. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiterhin durch unseren Wahlkreis und meine Themen.